Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr eine Custom Zombie Lobby erstellen könnt mit 99 Self-Revives. Wie ihr seht Leute, ich habe 99 Selbstwiederbelebungen und ich habe mich gerade extra einmal gedownt und wiederbelebt, damit ihr seht, dass das auch echt ist. So, wie ihr das Ganze machen könnt, ist sehr easy. Dafür braucht ihr allerdings einen Freund. So, ich zeige euch das jetzt alles aus meiner Perspektive, Leute, aber erkläre euch auch nebenbei genau, was euer Kumpel machen muss. So, fangen wir mal an. Ihr müsst erstmal beide in eine Custom Games Lobby, also geht mehr Spieler auf eigene Spiele beide. Spieler 1, in dem Fall ich, geht auf Spielregeln bearbeiten und auf Einstellungen. So, euer Kumpel muss euch jetzt eine Einladung schicken. Ihr wartet, bis die Einladung kommt. Und sobald die Einladung da ist, klickt ihr auf Dreieck und bleibt mit der Maus, bzw. mit dem Zeiger über annehmen. So, jetzt schickt ihr euch noch eine Einladung, Leute. Jetzt muss euer Kumpel euch eine zweite Einladung schicken. Und wenn die zweite Einladung da ist, nehmt ihr diese Einladung an und spammt ganze Zeit Dreieck, damit ihr wieder in diese Einladungsfenster kommt. Ich zeige euch das mal. Sobald die Einladung kommt, auf annehmen. Genau, annehmen, jetzt Dreieck spammen. Und danach geht ihr auf Spielerdetails anzeigen, ganz unten. So. An dieser Stelle angekommen, muss jetzt euer Kumpel die Lobby mit euch zusammen verlassen. Und wenn er das macht, dann seid ihr wieder beim Einstellungsfenster hier. So, und als nächstes verlässt euer Kumpel das Game alleine, also die Party alleine. So, jetzt ist er im Mehrspielermenü. Jetzt schickt euch wieder zwei Einladungen. Ihr macht wieder dasselbe, Leute. So, die erste nehmt ihr an und bei der zweiten spammt ihr Dreieck, damit ihr hinkommt, klickt wieder auf Spielerdetails anzeigen und dann verlässt euer Kumpel wieder die Party mit euch zusammen. Danach seid ihr wieder hier und dann verlässt er die Party alleine. So, nachdem er die Party alleine verlassen hat, ist er nun im Hauptmenü. Jetzt schickt er euch wieder zwei Einladungen. Ist wieder dasselbe, Leute. Die erste Einladung geht ihr drauf, also ihr bleibt über annehmen. So, die erste Einladung seid ihr über annehmen jetzt. Dann wartet ihr auf die zweite. Und wenn die zweite da ist, nehmt ihr, also drückt ihr auf annehmen und spammt erneut Dreieck, damit ihr wieder zu diesem Fenster kommt. Wenn ihr wieder bei diesem Fenster seid, wieder auf Spielerdetails anzeigen. Nun bringt euch euer Kumpel in eine Zombie-Lobby. So, in der Zombie-Lobby angekommen habt ihr jetzt dieses Bild hier, Leute. Ihr geht jetzt auf Spieler, dann geht ihr auf Eliminator. Und jetzt muss euer Kumpel auf ein privates Match gehen und das Spiel starten und ganz schnell alleine verlassen. In der Zeit macht ihr die Selbstwiederbelebung auf 99 hoch. Und sobald euer Kumpel dann alleine, also das Spiel gestartet hat und alleine verlassen hat, dann startet das Game auch. So, wie ihr seht, mein Kumpel hat verlassen und das Spiel startet. Und wenn das Spiel dann startet und ihr alles richtig gemacht habt, habt ihr 99 Self-Revives und alle, die in eurem Game nachjoinen, die werden auch alle 99 Self-Revives haben. Dieser Glitch, Leute, eignet sich eigentlich super, um Waffen hochzuleveln und Tarnungen freizuschalten, weil ihr könnt euch einfach immer wieder selber hochholen. Ihr habt 99 Selbstwiederbelebungen, das heißt, ihr braucht eigentlich auch in gar keinen Glitch zu gehen. Und ja, falls ihr Probleme haben solltet und das nicht hinbekommt, Leute, ihr könnt gerne meinen Discord joinen und mich anschreiben auf meinem Discord und ich werde euch dann helfen und werde euch vielleicht auch eine Zombie-Lobby aufmachen, sodass ihr dann einfach eure Kumpels einladen könnt und dann einfach loslegen könnt. So, ansonsten, falls euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da, schreibt mir in die Kommentare. Und für all die, die noch kein Abo bei mir haben, können das an dieser Stelle sehr gerne ändern. Ansonsten, ciao und bis zum nächsten Video.